Kotzen. Du schwingst nach Scheiße. Ja, geh weg. Geh nicht auf den Sack. Alter! Hilfe! Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich hier keinen Ausraster kriege. Es ist unfassbar, dass er mit jeder beschissenen Hypnose getroffen hat, weil jetzt habe ich ein Riesenproblem. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge zum Pokémon Renegade Platinum. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Das ist aktuell unser Squad. In der letzten Folge haben wir die Arena gemacht. Das ist unser aktueller Squad hier am Start. Muss gleich nochmal schauen auf TMs. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Defexo mit am Start. Und sonst haben wir auch noch ein, zwei Sachen. Joker ist wieder dabei. Lukas habe ich schon mal auf 18 gemacht. Ja, sonst glaube ich, die anderen drei waren schon vorher dabei. Ziel heute ist es, die Galactic im Windkraftwerk auf jeden Fall zu machen und dann mal schauen, Richtung zweite Ordnung auf jeden Fall schon mal zu gehen. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Das ist ja jetzt schon noch einiges an Story, was jetzt kommen wird. Auf jeden Fall, ja, mal schauen, wie viel oder wie weit wir kommen. Und ja, das ist der Plan für heute. Ja, doch, bevor wir da hinkommen, erstmal hier dieses erste Mal. Ist das das erste Mal? Ja, das erste Mal, wo wir gegen Team Galactic kämpfen und direkt einen Doppelkampf mit unseren Rivalen, Lucia. Stinky und Glamio. Ich Level 13, okay. Also ich glaube, vom Level her sollten sie wohl gut dabei. Level Cap ist ja 26, meines Wissens nach. Ich würde auch dieses. Glamio einmal weg. Breaken, aber ich wurde gehindert dadurch, dass ich jetzt natürlich geflincht werde. Oh nee, achso. Ich dachte gerade, der Gegner setzt Sing ein, aber stattdessen war es nur das Clefairy von der, ich wollte sagen Mitbewohnerin, von der, die mit mir kämpft, so rum. Big Break und dann sollte das ein totes Glamio sein. Oh. Ja. Natürlich ist das scheiße. Kann man so nervig sein. Natürlich trifft er auch den Move, ne? Na komm, Barbakubi, wach einfach auf. Du hast deine Augen auch auf, also wach einfach auf. Natürlich trittet er auch. Nö, wir pennen weiter. Ah, ist das schön. Ist das schön. Sweet Kiss, Junge, dieses Pipi ist auch so dreckig, ne? So hässlich, dieses Pipi. Es macht einfach was. Es ist auch tot. Hiplup. So, ich wäre immer dafür, dass wir jetzt einfach mal aufwachen. Covid. Oh, warte, was ist ein Fee-Move, ne? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, es wäre ein Fee-Move. Manche Hexe ist ja ein Fee-Move. Hier anscheinend nicht. Bruder. Wie wär's mal mit aufwachen? Ich frag für einen Freund. Gut, das war's mit Glamio. Cascoon, ja, von dem habe ich jetzt irgendwie so gar keine Angst. Kann ich bitte einfach aufwachen? Oh, ich wollte nicht auf dem Rechten einsetzen. Okay, wir wecken ab. Jetzt habe ich natürlich Felsgrab auf den Falschen eingesetzt, oder? Ja. Das wollte ich nicht. Bam. Geht das? Na, schade. Swingshot. Ja, okay. Ich denke mal, dass das jetzt hier kein Problem mehr sein sollte. Ich mache jetzt auch mal das Cascoon da weg. Okay, so geht's auch. Ja, dann ist es ja nur noch ein Zeigen 1 und dann sollte das, glaube ich, machbar sein. So, jetzt haben wir hier oben auch einen neuen Abschnitt. Ich kann die Tränen einfach so dodgen. Wie geil war das denn? Ah, Miracle, davon haben wir ja nur so 4 Stück oder so. Ne, wir machen natürlich drinnen. Um einfach nur zu schauen, wie stark die ist. Ich habe jetzt nicht so viel Angst vor der. Aber ich merke, dass wir schon relativ. Also ich hasse hier schon relativ schnell durch. Und ich möchte auch ein paar normale Trainerkämpfe einfach mal mehr zeigen. Denn wir sind Part 3 und gehen jetzt wieder Richtung zweiter Orden schon. Deswegen, ich weiß halt nicht, wie lang das Projekt hier werden soll, wenn wir jetzt hier wirklich. Wenn ich jetzt hier wirklich nur wirklich spannende Kämpfe zeige. Deswegen, ich nehme auch mal auf jeden Fall hin und wieder mal ein paar Trainerkämpfe mit. Könnt auch, wie gesagt, gerne schreiben, ob ihr das okay findet, dass ich auch welche mitnehme oder ob ihr denkt, nein, ich möchte wirklich nur was sehen, wenn es auch spannend ist und sowas. Deswegen
Da einfach immer mal gerne mal was reinschreiben dazu. Denn ja, das hilft mir auch einfach, wie ihr das so am besten sehen wollt, wie ihr euch das am besten anschaut. Weil man schaut, es gibt wahrscheinlich auch die normalen Kämpfe oder sowas. Also einfach mal schreiben oder ja, eure Meinung in die Kommentare dazu. Denn das hilft mir einfach nur ungemein, um auch selber zu wissen, was ihr wollt. Klar, ich würde es immer so machen, wie ich es am besten finde, aber da ich sowohl das eine als auch das andere in einer gewissen Art und Weise ja nachvollziehen kann, würde ich sagen, könnt ihr da auf jeden Fall auch euren Teil dazu beitragen. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist jeden Kampf zeigen und gar nicht cutten, weil, nee, das ist hier nicht der Content, der auf diesen Kanal kommen soll. Denn ich werde hier, wie gesagt, immer ein paar Sachen, halt, wie gesagt, rausschneiden sowas, und das ist, glaube ich, auch besser so, damit wir auch vorankommen. So hier kein 60-Video-Let's-Play werden, sondern schön knackige Nuzlocke mit schönen knackigen Kämpfen. Ich glaube, dafür seid ihr auch hier. Und ich glaube, das ist auch das Ziel eines Hex. Deswegen werde ich sowas niemals machen auf dem Kanal. Also, wenn ihr normale Let's-Plays schauen wollt, dann schon am besten auf dem zweiten Kanal und dann könnt ihr da normale Let's Plays schauen, auch zu Pokémon. Ich glaube, Tier 78, was auch immer Tier 78 ist. Ah, Captivate ist das, okay. Ja gut, brauche ich jetzt eher weniger. Dann schauen wir uns mal an, was der Doppelkampf hier so kann. Den möchte ich auf jeden Fall zeigen. Doppelkämpfe können immer ganz problematisch werden. Das ist immer ein Hauch von Riskantheit, nein, ein Hauch von gefährlich auf jeden Fall. Das kann sehr gefährlich werden, sagen wir es mal so. Okay, da haben wir ein Plus und ein Minus. Das sind schon mal Pokémon, die am Anfang immer sehr, 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 also nicht schwach sind auf jeden Fall. Joker ist auf jeden Fall auch hier nicht so geil im Lied. Bist du von Typ Boden? Nein. Hol dich mal trotzdem rein. Und was mache ich mit dir? Wie viel Verteidigung hast du? 35, 27. Eigentlich würde ich ja wohl überleben, oder? Ja, einfach mal auf das Minun. Helping Hand, oh ne. Und? Nochmal Helping Hand, wow. Ich hab ein Déjà-vu. Das macht guten Schaden. Würde ich sagen, konzentrieren wir uns einfach mal auf das Minun, was mal wieder Helping Hand ansetzt. Was auch? Ja, wow. Okay, ich weiß nicht, was das für ein komischer Bug ist oder was es immer ist. Aber ich, I guess, nehme es mit. Schöner Crit, den nehme ich auch mit, wobei ja zwei eh ausgereicht hätten. Dann killen wir jetzt, oder damage das andere Minun schon mal an. Ne, es ist Plus, Minun ist tot. Und ja, dann ist es ein 1 gegen 2 und ich glaube, der kann eh nichts machen. Vor allem, wenn er Helping Hand drückt, dann ist das ein Win. Yay! Natürlich, klar, wenn ihr natürlich bei rechte Hand spammt, oh, Bullet zieht, nice. Dass wir da... dass ich dann Minun Plus doch nicht überschätzen muss und ja, ich davon keine Angst haben. Und dann sind wir auch für ein... Boah, Flori heißt sie auf Deutsch, glaube ich. Und guck mal, wer da links steht. Ey, es sind zwei Reporter, die uns wahrscheinlich was schenken werden. Und ja, wer aufgepasst hat, einigermaßen weiß, welche Starter noch fehlen. Die Johto-Starter fehlen noch. Deswegen, ich würde sagen, ich hole sie mir eben. Gut, Salat, Kroko und Vulcan. Schauen wir uns einfach mal an. Salat hat plus Spätzle, finde ich Spätzle, finde ich so geil. Aber Serial Ring Razorman, also die versteckte Fähigkeit, also, wie heißt das auf Deutsch? Edelmut. Bestimmt schon mal nice. Wird Peter Zuma auch schon zum Typ Fee, kann ich ja jetzt schon mal sagen. Wird nice, vor allem das junges Wesen ist jetzt nicht so geil, aber immerhin ist es dadurch auch nochmal tanky, aber naja. Plus bei Death minus Speed, aber Adaptability, auch nice, auch wichtige Fähigkeit, ja. Adaptability, minus Speed nicht so geil, dafür ein bisschen mehr Bulk auf der Spätzle-Seite. Und Adaptability, also Anpassung, sehr nice. Und Intimidate, das ist super nice. Und neutrales Wesen, also alle drei Starter sind auf jeden Fall sehr zu gebrauchen. Haben alle drei ihre versteckten Fähigkeiten. Kroko wird am Ende auch zum Wasser- und Nicht-Typen. Das weiß ich auch. Finde ich sehr nice, dass die alle drei die guten Fähigkeiten haben. Ich werde sie natürlich alle drei erstmal zu Hause lassen. Denn, ja, wir haben noch genug Ersatz auf der Box, sag ich jetzt einfach mal.
Und ja, ich werde jetzt erstmal die anderen wieder mitnehmen, die anderen Rabauken. Denn, ja, ich möchte erstmal mit dem Team weitermachen. Läuft an sich gerade ganz gut, wenn ich irgendwas wechseln will. Ich habe auf jeden Fall genug was zur Auswahl. Allerdings gerade besteht kein Bedarf, wo man sagen muss, die Hälfte der Box besteht aus Starter-Pokémon, aber dafür kann ich ja nicht viel. Ich würde sagen, ich schaue mich hier einmal kurz um und dann machen wir weiter. Hier habe ich gerade TM40 bekommen. Aeros, glaube ich, ne? Auch nicht schlecht. Also das ist eine 60er Flugattacke, die immer trifft. Also sage ich nicht nein zu. Auch hier sind mein paar Bären, wenn ich da mal drankommen würde. Aeros, ich habe sowas wie Pampyrokantas auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eine schlechte Attacke. Gut, sonst war da nicht wirklich was Nennenswertes. Dann helfen wir mal ihren Vater, der ja in dem Kraftwerk da gefangen halten wird, von dem Team Rocket Guys. Und soweit ich weiß, genau, ist das hier auch ein neues Gebiet, die Windkraftwerke. Deswegen können wir uns hier noch einen saftigen Encounter uns schnappen. Und ich glaube, damals gab es immer so Driftsonnen und so ein Shit. Mal sehen, was wir diesmal kriegen. Und wir kriegen ein Fritzeblitz. Okay. Sage ich an sich nicht nein, ist eigentlich, ja, ist ein ganz cooles Pokémon. Würde ich sagen, nehme ich mit. Okay, im Shockwave lag der auch noch rum. Ich habe übrigens meinen Namen beim Namen von Fritzeblitz verkackt. Ich habe es Lightning genannt und ich habe das T, glaube ich, vergessen bei Lightning. Deswegen, upsi. Aber Shockwave nehme ich auf jeden Fall auch mit. Also auch gute TMs hier. Können wir dann direkt beibringen. Ich weiß nicht, ob ich flüchten kann, deswegen richte ich einfach mal aus. Können wir auf jeden Fall beibringen und ja, Fritzeblitz schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal an. Ja, ich habe das Tier vergessen. Ich bin der Beste. Na gut, Lightning plus Speed minus Spätzef ist okay. Und Lightning Rod ist auch gut. Ja, hat jetzt natürlich keine Elektro-Attacke. Aber plus Speed, also es ist wirklich schnell unterwegs. Und minus Spätzef ist es halt wirklich eine Gaskanone. Aber ja, Elektro-Pokémon immer ganz gut eigentlich. Zumal, ja gut, für die Wasserarena ist das ganz gut. Sonst gibt es doch gar nicht so viel. Aber Elektro-Pokémon ist immer ganz gut. Ich meine, falls Luxio mal irgendwie was passieren sollte, haben wir noch einen Fritzeblitz auf der Bank. Also, ganz gut. Ganz gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Ey, Bro, lass mich mal rein. Aber ich glaube, will der kämpfen? Ja, will er auch kämpfen. Was hat denn der Kollege? Was hat denn der Kollege? Putiana. Level 14. Putiana ist nicht so geil. Zumindest für unseren Tunnelboy, deswegen gehen wir mal raus auf Babakubi, der den mit seinen Händen locker wegklatscht. Sirens. Gewissheit ist es, glaube ich, gewesen. Bright Bite. Okay, er crittet erstmal. Sehr schön. Danke dir. Zack. Das war's mit Puchiana. Wer kommt denn als nächstes? Ein Gulpen, ein Schluppuck, also. Dann gegen Schluppuck haben wir nicht so viel. Da haben wir allgemein, aber doch, wir haben ein paar Deluxe haben wir. Den könnten wir auf jeden Fall reinholen. Damit wir die ganzen Giftattacken da, ne? Ich habe auch eine Vergiftung. Blinkau triggert, sehr schön. Ich glaube, das sollte ein totes Schluppuck sein. Bin ich ehrlich. Na, was? Der lebt das? Nee. Oder mit Jornik. Warum lebt er das denn? Noch einmal die Flinkklaue. Back-to-back Flinkklaue. Weg mit dem. Jetzt pennen wir zwar ein, aber naja. Was kommt da jetzt rein noch? Ja gut, da muss ich eh raus. Da muss ich eh raus. Vor allem mit Bedroher. Da sehe ich kein Land. Ja, ich guess Maria ist ein guter Switch-In. Ich will auch einen Hundurste haben. Kannst du es mir mal geben, Kollege? Also auf einen Hundurste hätte ich schon Bock. Mach einen Hundurste. Das ist meine Beast-Pokémon. Wer hätte gedacht? Bei meinem Profilbild auf YouTube. Also mit Hundemon und mit mega geile Gardi, muss man dazu sagen. Sind schon geile Pokémon. Also ich mag Gen 2 nicht, aber wofür ich liebe, ist für das Pokémon Hundemon. Das ist einfach meine Liebe. So, Doppelkampf am dieser komischen Honigwiese da oben.
Ribunkel und Zubat. Also Tane ist schon mal gut aufgehoben hier. Doch, das war schon richtig. Du bist nicht so gut aufgehoben hier. Gehen wir raus auf André. Ich würde sagen, wir gehen raus auf André. Wir könnten auch auf Joker. Verfolgung, stimmt, es gibt Verfolgung hier in dem Spiel. Das darf ich nicht vergessen. Ja, Blinklau, sehr schön. Das war's mit Gebunkel. Auch ein cooles Pokémon, Gebunkel und Toxicroak. Mag ich auch sehr gerne. Wing Attack war klar. Ladybar. Jetzt nicht so viel Angst vor, bin ich ehrlich. Was ist denn heute, ein Spezialangriff oder ein Angriff? Ja, ein Spezialangriff, das heißt, Glut macht mehr Sinn. Weil Ladybar gute Spezialwerte hat, ne? Deswegen gehe ich auf Aeros. Bin sogar schneller, sehr gut. Das lebt ja, okay. Da kommt ein Biss, ja. Reflect kommt, ah ja, okay. Und wir flinchen, es ist nicht gut. So, zumindest ist das Ladybar schon mal weg. Ah, warum mussten wir flinchen? Kommt wieder ein Biss, kommt wieder ein Flinch. Nee, diesmal kommen wir durch. Das reicht nicht ganz, wegen dem, deswegen des Reflektors. Aber wir sind schneller, Ember. Das war's mit Zubat. Und was kommt jetzt noch? Warte mal, Ladybar. Keine Ahnung. Spinarak. Okay, Spinarak. Ah, auch das sollte jetzt kein großes Problem sein, bin ich ehrlich. Einmal verbrennen es und dann, ja, ist es auch schon tot. Tschüssi. So, und der Junge gibt mir jetzt Honig. Und dann mit den Honig könnten wir uns an Honigbäumen auch noch einen Encounter holen, wo wir schon waren, aber keinen Encounter holen können. Könntest du noch was kaufen? Ich kaufe mir auch direkt noch mal was. Und ich glaube, ich kaufe direkt auch noch was. Weil, ne, haben ist besser als brauchen, sage ich da immer. Also, gib her den Lachs. Oder den Honig, ja gesagt. Ich glaube, konnte man, genau, hier konnte man auch noch einen Encounter holen. Das ist ja hier ein eigenes Gebiet. Packen wir mal kurz Maria nach vorne. Und schauen, was wir hier am Baum des, ich weiß nicht, wie die Route heißt, aber was wir hier fangen konnten. Das klang wie, keine Ahnung, Tangela. Oh, das ist interessant. Müssen wir den Baum nur noch fangen. Aber ich bin Tangolos in der Nasenlock hatte ich doch nie, also allgemein Tangolos habe ich noch nie benutzt. Deswegen, ich bin mal gespannt, was das Ding so kann. Und ob es das reißen wird, aus Oktoberpapier. So, dann schauen wir uns mal Nudelsalat an. Hat ein bisschen gedauert, den zu fangen. Bashwall, das ist neutral. Leafguard ist, na, okay. Gute Verteidigungswerte, tut schlechte Spezialwerte. Kennt man von Tangela. Hat Wine Whip, Absorb, Bind und Ingrain. Hat jetzt nicht so das gute Moveset. Was braucht man nochmal, um den zu entwickeln? Ich habe per Level Up und dann Artikraft braucht er, ne, im Set. Ja. Ich glaube, das klingt mal erst auf 30 oder sowas. Also, ist ein Ding für später. Ich brauche auf jeden Fall nochmal neue Bälle. So, im Windkraftwerk angekommen. Schauen wir mal, was die Electric Boys und der Vorstand, der gleich kommen wird, was sie so können. Die können höher Gift-Pokémon spammen, ich merke schon. Grimer ist auch nicht so der geile Gegner. Dieser Stiefel ist dann nicht so gut wie Spezialdefensiv, deswegen greife ich aber mal mit Aeroas an. Ja, Digga, das macht gar nichts. Und der gesagt, hat nein. Okay, ich wechsle, glaube ich, aus. Ich wechsle aus auf mein Psycho und Stahl-Pokémon. Wenn du es so willst, Grimer, dann will, dann bekommst du es auch so. Ich glaube, der entwickelt sich auf 20, ne? Fahren hier, glaube ich. Und dann auf Level irgendwas, 45 oder so. Irgendwie sowas war es, ne? Matzlab, oh, Digga. Das ist nicht so geil. Takedown, Iron Head. Weg mit Grimer. Der denkt sich auch so, ich will doch nur spielen mit meinen Händen. Kitzattacke. Dragon Rage? Ja. Aber die Frage ist nur, für was? Ist in den Biss, würde ich sagen.
Ayroas kann schon nice sein gegen Kampf-Pokémon. Und als allgemein dann Spieler als Flugattacke, Stab. Ich weiß nicht, wann wir irgendwie einen anderen Move kriegen, ob der was lernt. Koffing. Oder ob der jetzt zum Drachentyp wird, das könnte natürlich auch sein. Auch Koffing sollte kein Problem sein. Und Ground Number 2, dann sind wir auch schon beim Vorstand. Warte, ich glaube, von den Leveln her passt es bei mir einigermaßen. Ich bin wahrscheinlich so alle auf 19. Nur, dass alle heinerlich auf Level 19 sind. Das ist ja nicht mehr so viel bei den meisten. Kokuna soll jetzt kein Problem sein mit einer Glut. Haben wir den weggelootet. Glut tut gut. Und Pineco, also Tanzer. Auch Gen 2, ne? Also auch so ein Pokémon, das vergisst man ganz schnell, wie ich finde. Die Panzer aus der Reihe. Die sieht man auch irgendwie gefühlt auch nie irgendwie von Trainern oder allgemein im wilden Gras. Pineco und Frostwaker, irgendwie, keine Ahnung. Der Trainer war jetzt wirklich schlecht, also der drei Käfer-Pokémon. Zwei davon können wahrscheinlich nicht mehr wirklich angreifen. Das war wirklich ein Loser. So, ich habe einfach 19 gemacht. Bidifas hat noch Yawn gelernt, was ich ihm beigebracht habe für die Einigler. Und dann wollen wir mal schauen, was der Vorstand kann. Du bist, glaube ich, Jupiter, Mars. Mars bist du. Okay. 4 Pokémon. Zubat auf 18. Okay. Also bin ich ganz gut dabei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, ich bin da sofort mit dem Hyperfang einfach mal auf den Jungen drauf. Wie viel macht das? Come on, kill doch einfach. Das wäre so geil gewesen. Ja, natürlich kriegt er die Vergiftung. Ich konnte kotzen. Du schwingst nach Scheiße. Ja, geh weg. Geh nicht auf den Sack. Beschissener Start. War ja natürlich klar, dass wir instant die Vergiftung kriegen. Okay. Wie die fasst du schon mal quasi für den Kampf raus? Janma kommt. Janma kommt. Das ist. Janma ist nicht so geil. Janma ist nicht so geil. Nein. Ich glaube, wir gehen raus auf Parade Deluxe. Ja. Detect. Ah, okay, Tempo-Schub. Ja, ich verstehe. Blinklau triggert, sehr schön. Jetzt so ein saftiger Flinch wäre Porno. Nein. Jetzt bitte aber jetzt. Also wenn das jetzt. Nein. Ah, Speedboost. Ich dachte gerade, der kriegt einen Omniboost. Der hat ganz schön viel Schaden gemacht, Alter. Holy shit. Warum macht der so viel Schaden? Das gefällt mir nicht. Könnten das andere raus. 35. Und resisten wir. Wenn er jetzt einen Omniboost kriegt. Ich hoffe, der Junge hat keine AT-Kraft, ne? Wenn der. Okay, Detect ist finde ich sehr gut. Dann kriegen wir einen Free-Switch. Amber. Noch ein Detect, ja. Du bist eh schon schneller als alles auf der Welt, was es gibt. Deswegen detecte du ruhig mal. Sonic Boom macht der, okay. Killen wir? Yes! Ja, mal weg. Wichtig. Wichtig. Bronzor kommt. Warum kommt Bronzor? Kann er mich killen aus der Range? Gehen wir mal auf den Ember. Wie viel macht das? Nicht mal die Hälfte. Holy shit. Das kann man nicht auf jeden Fall abfangen. Ja, das ist nicht gut. Wir gehen mal auf den Flugkurs, weil der hat einen Biss. No, Digga, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Kann man so nerven?
Komm durch, komm einfach durch. Alter, nerv mich nicht. Bronze, danke. Komm durch. Ich hasse Verwirrung. Das ist das Ekelhafte, was es gibt. So, ich mache mir 7 Schaden mit Verwirrung. 7. Wie viel macht er mir mit Extensory? 12. Bin geneigt, hier ein Highlight-Item einzusetzen. Er hat auch ein Pokémon, ne? Und er hat die Katze, er hat die Mitte-Katze noch. Oder sie. Och, Lukas, warum musst du dich denn zweimal selbst treffen? Ja, ich geb dir ein Highlight-Item. Ich hab keine andere Wahl. Weil ich greife dich jetzt mal nicht selbst an. Warum triffst du mit Hypnose? Ich hasse dich. Du stinkst so nach Scheiße. Boah, was sind. Also, was sind ekelhafte Konditionen? Existenzui, Hypnose und fucking Confused Way. Ich meine, Kürten kann er mich ja gar nicht wegen. Ne? Wegen. Ah, Digga! Panzerhaut. What the fuck? Wie lange pennst du denn? Ecke, ich zieh grad. Das ist ein Riesenproblem jetzt. Das ist ein Riesenproblem. Dieses beschissene Bronze geht mir auf den Senkel. Macht noch gar kein Damage, oder? Oh, eine Beere. Ich muss so los. Alter, hilf ich. Muss mich hier wirklich zusammenreißen, dass ich hier keinen Ausraster kriege. Drei Pokémon schlafen. Drei. Er hat jede Hypnose getroffen. Eins vergiftet, weil er mit Gift dann instant gepoisen hat. Und die beiden brauche ich für die Katze. Sieht super aus. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich immer noch penne, Alter. Der mir aber auch gar keinen Schaden macht. Er will mich einfach nur. Ach, Digga, dieses Bronzhorn, ne? Das ist einfach zum Kotzen. Ich überlege, ob ich jetzt einfach auf den Joker rausgehe und mit ein bisschen einfach umniete. Komm. Auch wenn Joker jetzt so viel Schaden kriegt, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ein Biss killt. Das hat ein 80er Stab-Move auch noch, ne? Wie viel macht das? Boah, so viel Damage. Bitte kill. Das killt nicht. Flinch! Ja, verdient! Hab ich ihn verdient! Geh weg! Stück Scheiße. So, jetzt kommt diese drecksfette, hässige Kackkatze, die gefühlt schneller ist als andere. Ich muss Joker hier reinbringen für den Bedroher. Was kommt jetzt? Normal Move wäre jetzt normalerweise der Play. Versteht ihr wegen normal? Entweder gehe ich raus auf Maria oder ich gehe raus auf Pada Deluxe. Da Maria tatsächlich sterben kann, weil es ist halt nur ein Bidifass, gehe ich raus auf Maria. Fake Out. Wie viel macht das? Das macht viel zu viel Schaden. Opfern wir Maria hier. Opfern wir hier Maria.
Digga, du hast 28 Dirt, das ist halt nicht viel. Überlebst du einen Move, wenn ich dich rein switche? Oh, 33 Def zu 27, ne? 38 KP. Der Mugi hat mir aber gut Schaden gemacht, aber er kriegt einen Bedrohung rein. Aber er wird jetzt nicht auf den 40er Move. Leute, was mache ich jetzt? Es ist unfassbar, dass er mit jeder beschissenen Hypnose getroffen hat. Weil jetzt habe ich ein Riesenproblem. Zumal er noch vergiftet hat. Ich glaube, ich muss Maria hier opfern. Es tut mir leid. Geh auf den Jorn, falls ich irgendwie durchkomme. Aber die Katze ist natürlich schneller. Fassade killt mich, ne? Ja. Na, Maria, es tut mir leid, aber ich sehe nicht, wie ich das hier hätte anders spielen sollen. Jetzt gehe ich rein auf Joker. Hau den sowas von einem Bedrohung in sein Gesicht. Ich spark den. Fassade überlebst du ja wohl. Digga, das ist so kranker Damage. Zack. Bitte keine Para. Wegen Fassade. Der Rest ist auf Babakubi. Muss ich. Kommt wieder an der Fassade. Die mich nicht killt. Ich gehe auf Revenge. Solange er mich jetzt nicht küttet, habe ich gewonnen. Das muss killen. Oh mein Gott. Deine Scheiß-Hypnose kannst du dir so in den Arsch schieben. Oh, und der nächste tot. Ich meine, es ist ein BD-Fast. Das ist. Ja, es ist okay. Trotzdem tut es natürlich weh, weil Pokémon zu verlieren tut immer weh. Was hat es simpel gehabt? Das war eigentlich gar nicht so bad, aber naja. Uns hat die erste Arena mitgemacht. Also, ich sage Danke zu BD-Fast. Und dann würde ich sagen, sagen wir Danke zu unserem lieben. Zu unserer lieben Maria. So war es unser erster Encounter. Und bist jetzt auch tot. Ja, die Frage ist jetzt, was nehmen wir mit? Wir hatten echt Probleme gegen Bronze. Wobei, wir hatten eigentlich. Ja. Problem ist, Bronze hat Schwebe, ne? Also, ein neues Wasser-Pokémon wäre halt schon wichtig auf jeden Fall jetzt. Ich weiß nur, welches nehmen wir mit? Puncher, Michelle, Mexikaner, Kroko, Pliprop. Haben wir zur Auswahl. Und natürlich auch noch Blue Hulk. Gut, Mr. Krabs. Und wir könnten jetzt einen Gyarados machen, ne? Könnten wir jetzt einen Gyarados machen. Das wäre natürlich auch geil. Aber Gyarados würde ich mir tatsächlich noch aufheben. Ich tendiere zu Michelle. Ich habe hier Michelle mit. So, Michelle, Waterpool, Swaktoon, Bite, Yawn mit Mystic Water. Ich denke, das passt einfach mal. Wir müssen jetzt weiter Richtung Norden gehen. Und haben da auch noch einen Encounter, ne? Hier auf der Route an sich. Route 205. Könnten wir hier oben auch immer noch ein Pokémon fangen? Wir könnten auch an den Baum gehen. Ich glaube, wir gehen mal an den Baum und schauen mal. Ja, ich höre nochmal extra Honig. Und ein. War das ein Scarabon? What? Ein Scarabon? Hallo, Scarabon? Dich will ich haben. Oh mein Gott. Einfach ein What? Geil. Aber ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, dass es einfach ein Scarabon war, ist ein Counter. Schauen wir uns mal Scarabon an. Da ist er. Ich habe ihn Kai genannt. Geil. Brave Nature plus Techno Speed und Guts Heights. Das macht ordentlich Schaden. Minus Speed ist zwar nicht so geil, aber plus Angriff, 40 Angriff auf Level 12, das ist schon eine Ansage. Und ich überlege, ob ich das auch einfach mitnehme für Macholo und ich glaube, das mache ich auch. Babakubi kommt dann wahrscheinlich erst wieder rein, wenn es dann dich entwickeln kann. Weil ein Scarabon schon so früh im Spiel ist halt wirklich nice. Vor allem mit Karate, hier Big Break, ist das auf jeden Fall schon ein nices Pokémon. Ich gebe mir auf jeden Fall auch das Muskelband, gebe ich ihn, ja.
Also, es ist echt nice. Und ich bin happy damit. Jetzt gedacht. Ja, Kai, ich würde es gleich sehen. Geht ab, Alter. Denn das Moveset allein schon ist der Burner. Also, der Junge hat richtig Bock. Hier sind auf jeden Fall jetzt einige Trainer, um das zu testen. Gut, ob Hüter jetzt der richtige Gegner ist, sei mal dahingestellt. Aber schaut euch mal das Moveset an. Also, Aeoras, Bugbite, Brick Break, Rock Tomb. Das Ding böllert rein. Wie gesagt, gegen Punita jetzt vielleicht ja weniger. Aber, also ein Scaraborn jetzt zu dem Zeitpunkt des Spiels zu haben, ich meine, es ist halt ein Basis-Pokémon, die sind immer strong hier schon. Ist schon nice, also damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich hoffe, dass Scaraborn auch lange lebt. Warum geht das schon wieder los? Warum? Naja. Denn ich hab noch nie wirklich so ein Scaraborn wirklich benutzt in einem Nuzlocke, Alter. Also. Ey, auch nicht gedacht, dass man ihn auch von diesem Baum da kriegt. Ich dachte, da kriegt man was anderes. Wusste, dass man halt hier im Gras, genau, dass man hier im Gras einen Mareep kriegt. Und wir haben halt schon mit Fritzebit und sowas halt auch schon ein paar Elektro-Pokémon. Und wir hatten tatsächlich kein wirkliches Käfer-Pokémon auf der Box. Was machen wir eigentlich gegen Voltilam? Nicht so viel. Ich würde sagen, wir können raus auf Lukas gehen, der hat eine Dampfwalze. Ja, ich denke, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß halt nie, wie lang so die Parts sind. Also die Aufnahmen, wir müssen wissen, die Aufnahmen. Oh. Die Aufnahmen und sich sind ja immer deutlich länger als die Parts, da ich auch einiges rausschneide. Und warum musst du mich wieder so abfucken, Bro? Denn, ja, ich weiß halt nicht, wie lange der Part jetzt ist. Wenn ich übrigens nach rechts schaue und nicht wundern, da ist mein anderer Bildschirm, meine Aufnahme, mit angezeigt. Und ja, ich sehe schon, dass ich wieder so um die Stunde aufnehme. Deswegen, ich weiß halt nicht immer, wie lang, wie viel reinkommt. Aber ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar Trainer-Battles. Ja gut, das sollte kein Problem sein. Als TM liegt die Bulk ab. Okay, das nehme ich mit. Bulk ab ist eine gute TM. Und da haben wir den nächsten Wanderer. Was hat der Junge denn? Heika Daniel mit Diggle. Okay, hat er Wegsperre? Also ich bleib eh drin, aber ich will nur wissen. Ach, wobei, wenn ich es teste. Nee, dann bleib ich aber drin. Gehen wir mal auf Brick Break. Wir sind sogar schneller. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit Dickter. Ich glaube, der Junge überlebt nichts, so ist es. Machst du gut, Dickter. Numel, also genau, Kamaup. Boah. Ich habe vergessen zu heilen. Ah, shit. Ich bleib mal drin. Ich bin mal gespannt, wie viel ein Big Break macht. Pff. Hau rein, Bro. Schade. Next try. Und Shielden. Ja gut, das sollte dann auch ein Wochenende sein. So, dann schauen wir mal, was die nächste hat. Das war so eine Aroma-Lady-Kacke da. Chikorita. Sollten wir, glaube ich, mit Scaraborn auch weghauen. Ja, einfach mal auf den Bugbite. Lecker, lecker, lecker. Ja, das ist ein totes Chikorita. War schön mit dir. Und Bulbasaur. Bulbasaur kommt rein. Da haben wir einen Aerial Ace gegen. Kai macht den guten Job. Kai ist hier. Ist hier geboren, ist seine Heimat hier. Er verteidigt seine Heimat hier und kriegt dafür auch Level 20 und haut die hier weg, als wäre es nichts. Das war's mit Elisabeth. Geil. Weg mit dir. Und die nächste. Hier werden wir zugespammt von Trainer Battles, aber es ist mal eine ganz nette Abwechslung im Vergleich zu 60er Hypnose Moves, die immer treffen. Griffel ist ein ekliger Gegner, aber wir sind schneller und das ist schon mal gut, weil dann war's mit Griffel. Ich hatte Angst vor sowas wie Doppelhieb oder Mogehieb into, weiß ich, Normaljuwel und dann weiß ich nicht. Wie man das halt immer gespielt hat. Taylor, ja, da sollten wir vielleicht doch rausgehen, weil wenn wir da mal einen Felsgrad missen, dann ist Kai ganz schnell wieder in seinem Baum drin. Ich würde sagen, der ist Joker eine gute Antwort. Ich mag unser Team. Ich wollte sagen, wir haben nur Pokémon in der ersten vier Generationen, aber warte mal, da war ja was. Wir spielen ja auch die vierte Gen. Deswegen, ja. Was anderes wäre ein bisschen komisch. Wobei es ja auch Hex gibt, ne? Das ist ja sowas wie, wie heißt die, der Schwarz-Weiß-Hack da? Moon Black oder sowas, Black Moon oder sowas, wo es ja auch bis Generation 7 gibt. Oder natürlich auch Radical Red, wo es auch bis Generation 8, glaube ich, sogar geht, ne?
Aber wir sind hier in Renegade und Renegade ist erste Mythologen. Und ja, ich sowas wie solche Spiele wie Radical Red werde ich wahrscheinlich niemals in der Nasebox so anfassen, weil, also nicht auf YouTube, weil da kannst halt nur gefühlt versagen, gefühlt. Und außerdem wollen wir natürlich auch Fortschritt sehen und nicht nur Projekte von zwei Parts haben. Ja, deswegen weiß ich nicht. Ist vielleicht was für einen Stream irgendwann mal oder sowas, aber für YouTube weiß ich nicht. Next Wanderer, next Opfer für Kai wahrscheinlich, weil der hat wahrscheinlich Shell aus. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gehen wir mal auf den Bricky Break. Okay, das war's doch schon mit Shellos. Schade, hast es probiert. Onyx kommt. Mit dir habe ich eh noch eine Rechnung offen, Kollege. Du hast meinen Reptang gekillt, du Bastard. Du Bastard. Geh weg. Das hast du so verdient. Gib nicht mal Level ab, wie frech. Mal sehen, was die Kämpferin kann. Ja, ich höre jetzt auch mal Shell Kerein, heißt es, glaube ich. Nach vorne gepackt. Meshu. Mach hopp. Okay. Ich glaube, der kann höchstens. Okay, der kann Brick. Aber er kann. Ah, das ist so geil an der Fähigkeit. Der kann uns einfach nicht critten. Weil wir einfach Panzerhaut. Oh, das macht trotzdem guten Schaden, Alter. Holy shit. Das macht trotzdem guten Schaden. Gehen wir? F. Dann war es das hier schon mal mit. Ach, hallo? Wer kommt jetzt rein? Okay, ja, ich glaube, ich sollte rausgehen. Wir könnten auf Parada Deluxe gehen, wir könnten auf... Ja, dafür gehen wir auf Parada Deluxe raus. Ich glaube, Medici kann an sich so noch keine gute Kampfattacke physisch, wenn dann sowas wie... Okay, es kann Force bleiben, never mind. Okay. Chill. Mentalkraft halt. Ja, sehe ich schon. Okay, wir müssen gleich raus. Naja, wir müssen auf jeden Fall raus. Forcepoint. Wir können natürlich raus auf Kai gehen, aber wenn jetzt ein Psycho-Move kommt, sind wir natürlich gebumst. Sind wir schneller mit... Ich habe keine Ahnung, wie schnell Medici ist, aber ich glaube, wir sollten schneller sein mit Michelle. Bitte keine Para. Para wäre jetzt ungeil. Okay. Gut, auch ein Kürzer haben wir auch überlebt, das heißt... Dann sollten wir mit Waterpuls ihn rausnehmen. Ich meine, wir haben Wasser, Mystic Water. Yes. Sehr schön. Und Mankey kommt. Bleibe ich einmal drin, I guess. Drück Waterpuls. Das macht nichts. Oh Gott, das ist ein High-Crit-Move, ne? Okay, aber das macht nichts. Also selbst ein Crit wird mich... Nicht rausnehmen und dann, glaube ich, sollte das gewesen sein für Mankey. Yes. Ich bin jetzt voll in die Kehle reingelaufen. Ich wollte mich eigentlich erst heilen. Aber ich bin jetzt volle Kanne reingelaufen. Ich hoffe, die hat nichts Schlimmes. Ein Piplup. Wenn nämlich vorne? Lukas, ne? Lukas ist ein bisschen angeditscht. Aber ich glaube, wir können hier drin bleiben. Und mit Bullet zieht. Ja, okay. Mit Bullet zieht auf jeden Fall den Jungen rausnehmen. Das sollte es. Na ja, gut, doch zwei reichen. Dann tschüss, Plinfa. Level 20, auch das ist sehr geil. Und Chimchar. Ah, Michelle ist angeschlagen. Das ist nicht so geil. Müssen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Es ist, was es ist. Ja, ein Flame wie hätte locker auch. Er hätte Charles auf jeden Fall rausgenommen. Oder Shaker rein. Das macht nicht so viel Schaden. Gehen wir mal auf Dragon Rage und dann sollten wir Panflammen eliminieren können. Ja, einmal reicht doch fast schon aus. Okay, Taunt, dann torte mich ruhig. So, ich glaube, hier kann man sich heilen, ne? So ist es. Du, sie sagte was von Pausen machen.
Und genau das werde ich jetzt auch tun. Und somit würde ich sagen, ich beende hier den... Okay. Ich beende hier den Pokémon Renegade Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Abo und natürlich auch sehr gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. In der nächsten Folge gehen wir dann hier durch den Forest, den Eterna Forest, genau. Und dann auch wahrscheinlich zur nächsten Stadt. Machen vielleicht die nächsten Orte. Mal schauen, wie viel wir noch davon machen müssen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao, Leute.